Was wäre, wenn Son Goku und Raditz zur Erde geschickt worden wären? Teil 9. Son Gohan hat nun die dritte Runde gegen Son Goku und Raditz als Ozaru begonnen. Wird er dieses Mal etwas mehr Erfolg haben, finden wir es heraus. Er versucht es wieder mit Worten, da ein Kampf gegen die beiden zu gefährlich wäre. Hin und wieder zögerten sie mit dem Angriff, damit hatte Son Gohan ein klein wenig Erfolg. So ging es die Monate immer weiter und weiter, bis sie es nach 2 Jahren endlich geschafft haben, sich als Ozaru kontrollieren zu können. Für Son Gohan waren es natürlich 2 sehr schwere Jahre, weil jedes Mal die Möglichkeit da war, dass er sterben könnte. Doch dieses Training war sehr, sehr wichtig. Er wusste ja auch nicht, wie lange er noch am Leben sein würde, weil er ja nun mal auch nicht der Jüngste mehr ist. Und normale Menschen könnten gegen die beiden nichts ausrichten. Auch wenn sie den Ozaru nun kontrollieren konnten, sollten sie sich doch mindestens alle 3 Monate zumindest einmal verwandeln, damit sie es nicht verlieren, den Ozaru unter Kontrolle zu halten. Für Son Goku und Raditz war es aber nicht so schlimm, weil sie es mochten, sich in Risiko-Gorillas zu verwandeln. Tja, sie sind eben noch Kinder, sagte Son Gohan immer. Es vergingen wieder einige Monate und die beiden wurden nun 8 Jahre alt. Vor 3 Jahren hatte er es gegen die beiden nicht ganz so leicht gehabt im Kampf. Ohne Ozaru versteht sich natürlich jetzt. Nun ist es aber so, dass er gegen einen von ihnen es nicht ganz so leicht mehr hatte. Son Gohan war wirklich sehr stolz auf die beiden, wie sie sich machten. Seine Erziehung hat ihr gut geholfen, auch wenn die beiden immer noch wild waren. Aber aus den beiden sind gute Jungs geworden. Als die beiden 9 waren, musste Son Gohan sogar schon ernst gegen die beiden machen. Gegen beide gleichzeitig konnte er nicht mehr gewinnen und hat jedes Mal verloren. Lag aber auch zum Teil daran, dass er die beiden natürlich nicht verletzen wollte. Er überlegte auch, ob es nicht an der Zeit wäre, ihnen das Kamehameha beizubringen. Doch er wollte lieber noch etwas warten, bis sie etwas älter sind. Und das wäre es mal wieder mit einem Teil. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer beim Däumchen nach oben freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!